Heute erzähle ich euch die Geschichte vom Dürst. Der Dürst im Pilatusgebirge. Auf der Höhe vom Pilatushaus des Gespenst, halb wilder Mann, halb Geist, halb Krieger, das macht der Senne ganz viel Mühe und tut das Vieh auf viele Arten belästigen. Seine Gewalt ist besonders gross, wenn die Hirten vom gottesfürchtigen Lebenswandel abweichen. Er ist ein höllischer Jäger. Er heisst der Dürst. Der Dürst rüstet sich bei Anbruch von der Nacht zur Jagd. Er treibt das arme Vieh vor sich her, erschreckt oder verwirrt Herden, sodass sie ziellos durcheinanderrennen und manchmal bis ins Tal springen und die Hirten müssen sie dann mühsam wieder aufholen. Lange Zeit bleiben die Kühe dann ohne Milch. Wenn der Geist naht, dann bläst er ein mächtiges Jagdhorn. Tier, wo seinen Ton vernehmen, müssen alle herkommen und vor ihm erscheinen. Oft führt er eine Meute höllische Hunde mit sich. Das sind alles Hunde auf drei Beinen. Jedem fehlt ein Bein. Zuvorderst bei den Herden ist ein ganz grosser Hund. Und der Leithund, der hat nur ein Auge, zumindest auf der Stirn. Er springt voraus. Sie stolpern immer beim Springen, kehren immer wieder um. Und hinten nachher die ganze Meute und zmitzt innen der Dürst. Halb Jäger, halb Geist, halb Gespenst, halb Krieger. Das Bellen der Hunde, das tönt dumpf, hohl und unnatürlich. Es macht im Vieh Angst, sodass es gefürchtig ist und verschrocken zu den Menschen zuläuft. Die Hirten haben ganz viel Arbeit, wenn der Dürst umeinander ist. Jawohl. Und das passiert auf den Pilatusalpen, auf der Matte vom Pilatus. Und wenn es kalt wird im Winter, kommt der Dürst mit seiner Meute manchmal bis ins Tal runter. Und bei den Luzerner Gemeinden, bei den Gemeinden überhaupt, hat es überall aussen rum bei den Wegen sogenannte Wegkreuze. Die Wegkreuze sind da, um das Böse abzuhalten, dass der Teufel nicht in die Gemeinde kommt und dass auch der Dürst nicht in die Gemeinde kommt. Also, und darum ist es auch so wichtig, dass die Wegkreuze bei den Gemeinden erhalten bleiben. Die dürfen das Böse abgrenzen, dass es nicht in die Gemeinde hineinkommt. Manchmal kommt der Dürst bis auf Luzern rein. Es wird berichtet, dass wenn es mal ganz kalt war und um die Ecke herumzieht, dann muss man gut hören. Weil der Dürst macht sich bemerkbar. Man hört, er ruft, aus dem Weg, aus dem Weg, drei Schritte auf die Seite oder auch nicht. Aus dem Weg, drei Schritte auf die Seite oder auch nicht. Das muss man sofort drei Schritte rechts auf die Seite stehen. Weil dann kommt nachher der Dürst mit seiner Meute Hund und jagt vorbei. Und wer dann nicht weggeht, der wird sofort in einen Hund verwandelt mit drei Beinen und muss bis in alle Ewigkeit mit dem Dürst mitspringen. Jawohl. Der hat grosse Hunde, kleine Hunde, zuvorderst vorne der grosse Leithund mit einem Auge. Der hat aber auch kleine Hunde, die manchmal nicht so nachher mögen. Dann wird berichtet, ist einer der Dürst mit seiner Meute und Peterskapelle rumgekommen. Und das war ein kleines Hündchen, das hat nicht nachher mögen, das ist ständig stolpern und ist zurückgeblieben. Der Dürst mit seiner Meute war lange weg und das Hündchen war draußen und hat gejault. Dann hat der Sakristar, der Sigrist von der Peterskapelle, hat Mitleid bekommen mit dem kleinen Hündli, ist rausgegangen, hat es aufgenommen. Er hat es zu sich heimgenommen, er hat ihm zu essen gegeben, er hat ihm zu trinken gegeben und das Hündli hat den Tag bei ihm verbracht. Aber am Abend, wo es gefeistert hat, ist plötzlich ein riesiger Tümmel losgegangen vor der Peterskapelle raus. Hunde haben gebellt und ein riesiges Geschrei. Plötzlich hat es an die Tür geklopft. Der Sigrist dachte, oh, wer ist echt das? Der hat die Tür aufgemacht und vor ihm steht der Hund, der ganz grosse Hund, mit einem Auge auf der Stirne und sagt, gib uns den Gregorli raus. Gib uns den Gregorli raus. Wir machen dir nichts. Du bist gut gewesen zum Gregorli. Du hast ihm zu essen gegeben. Du hast ihm zu trinken gegeben. Darum machen wir dir nichts. Aber gib uns jetzt den Gregorli wieder raus. Der Mann das Hündchen genommen, hat es rausgegeben und der Dürst und seine Meute sind davon.
Das ist die Geschichte vom Durst.